Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession hier von mir. Let's Play E-Gamer, powered by E-Gamers Network TV. Weiter hier mit dem Final Fantasy 7 Remake. Wir sind im Zug. Und ja, jetzt müssen wir wohl nach vorne. Bin gespannt. Boah, wie geil. Holy shit. Wie übelst geil. Ob das wirklich ein Terroranschlag gewesen ist? Ich dachte, jetzt wäre es vorbei. Naja, ich denke mal schon, ne? Man hat ja die Folgen davon gesehen. Ich will nur nach Hause. Ich wäre jetzt echt gerne allein. Ich war schon ewig nicht mehr in den Slums. Krass, wie lebendig diese Welt ist. Eng? Ey, wie geil. Darf ich dich mal was fragen? Geht's los? Meine jüngste Tochter lebt doch in Sektor 8. Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ja, dann frag mich. Diese Kämpfe mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Ich war bei Soldat. Ich hatte ganz schön Schiss. Kannst du mir glauben? Gewöhnst dich schon daran. Kannst du mich bitte ehrlich gesagt einfach in Ruhe lassen? Ich, dass ich das niemals muss. Ob man die Schuldigen wohl schon gefasst hat? Steckt etwa Wutai dahinter? Oh, der Wutai. Okay. Es hat ganz doll gebrannt. Ich hatte vor dem Angriff schon Gerüchte. Oh Mann. Krass. Das ist alles nur ein Traum, oder? Das Chaos wird sich auch auf Sektor 7 auswirken. Die Schäden in Sektor 8 sind einfach zu groß. Shinra wird schon irgendwie rechten. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Makrogase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. Hm. Du hast diese unsichtbaren Wesen erwähnt, nicht wahr? Ja. Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja. Alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Kein Problem. Barrett. Was hast du zu sagen, Boss? Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt. Aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Hm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey, redet keinen Stoß. Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Hm? Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Obst. Der Deck war raus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Okay. Krass. Ich tue einfach, als ob ich schlaf. Das passt so gut, ne? Ohne Scheiß. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Hm. Hi, Jesse. Hast du kurz Zeit? Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon.
aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Marco-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Oh, diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makrogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, der kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorherbestimmt. Willkommen hier zurück. Sind wir. Oh, alles okay. Was denkst du denn? Papa! Sein Kind. Guten Abend, Spatzi. Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Ja. Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! Tönt ihr nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh, Mist. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. So, so, Tifa, ja? Na, ich bin gespannt. Schauen wir mal so ein bisschen hier rum. Wir wollen das ja schon, ne, so ein ganz kleines bisschen genießen. Ey, das ist so genial. Wenn man schon dachte, in Altissia ging ein bisschen der Punk ab, ne? Das hier ist echt geil. Als wenn man wirklich in der Welt drin wäre, so. Es ist sehr, sehr geil. Holy shit. Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Informationen zum Zugverkehr der nächsten Tage werden morgen früh bekannt gegeben. Wir entschuldigen uns für die Umstände. Achtung, Achtung! Der außerplanmäßige Zugverkehr ist für heute beendet. An alle Reisenden, bitte verlassen Sie jetzt das Bahngelände. Mega. Hey, das ist so geil. Holy shit. Und die Leute reden tatsächlich auch über die Aktion, die wir gemacht haben, ne? Also es ist schon echt lebendig. Mega geil. Man muss sie auch nicht ansprechen, so. Also sie reden praktisch, wenn man dran vorbeiläuft. Es ist echt lebendig.
als wenn man einen Film guckt. Ey, nur Mora hat im Vergleich zu Kingdom Hearts 3 nochmal eine Schippe draufgelegt. Es ist unfassbar. In Sektor 8 gab es an allen Ecken Explosionen. Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Was soll das denn? Was war das denn? Verrußt und durchgeschwitzt. Ich bin echt fix und alle. Kann die Dusche kaum erwarten. Und ich das also, wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Geht das nicht etwas zackiger? Jawohl! Okay. Krass. Die Garde weiß bestimmt, wer hinter dem Anschlag steckt. Willst du sie etwa im Dienst nerven? Fragen kostet doch nichts. Komm schon. Mit den Kreaturen hier legst du dich besser nicht an. Geh heim. Boah, was hier abgeht. Was ist denn auf dem Schild? Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Okay. Mega, wie lebendig die Welt ist. Einfach mega. So cool. Was haben wir hier? Okay. Unmöglich. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich kann das nicht fassen. Warum löschen die das Feuer nicht? Ich war gerade gestern erst da. Alle städtischen Ämter und Abteilungen von Shinra arbeiten fieberhaft daran, Verletzte zu bergen und mit allem Nötigen zu versorgen. Bislang hat sich noch keine. Ja, für die Bürger sind wir halt die Bösen, ne? Weil die kriegen ja durch die Reaktoren Strom und Co. Energie halt und wir machen die kaputt und sind damit natürlich nur eins für die dumme Terroristen-Arschlöcher. Das ist schon gut eingefangen. Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Hm. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Hä? Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Wegen der Belohnung sprichst du am besten mit Tifa. Die kümmert sich um das Finanzielle. Na? Du Dreckskerl! Hey, hast du etwa meiner kleinen Prinzessin Angst angejagt? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht.
Wie? Ja, das stimmt, Lähnchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Okay. Interessant. TV, was willst du denn mit mir bereden?